Niveau bis zum beobachtbaren Niveau und der beobachtbaren Welt, in der wir leben. Alles wird energetisch vom Vakuum angetrieben. Nullpunkt ist gleich Nullpunkt Kelvin Energiedichte. Das Energiemeer, in der die Erde treibt, war ein revolutionäres Buch, das von T. Henry Morrell geschrieben wurde, einem Elektroingenieur und Tesla-Enthusiasten, der Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts anfing, an einem Gerät zu arbeiten, von dem er behauptete, dass es in die strahlende Energie eingreift, die vom Weltraum hier kommt. Sein Festzustandsdetektor, das Morrell-Ventil, wurde mit einer komplexen Serie von Halbleitern entworfen, Hochspannungskondensatoren und Umwandlern, die an eine Antenne angeschlossen waren. Durch die Anregung der existierenden Oszillationen der Raumenergie wurde das strahlende Energiegerät befähigt, tagelang zu laufen, und es gab etwa 50 Kilowatt Elektrizität ab. Seine öffentlichen Demonstrationen zogen private Zeitungsberichterstattungen nach sich, aber auch das Interesse der Wissenschaftler der Bell-Laboratorien und die Anwendung einer Verwaltungsbestimmung des Landwirtschaftsministeriums hinsichtlich der Replikation seiner Experimente. Keiner konnte Anzeichen von Betrug feststellen, und noch konnte irgendjemand erklären, wie dieses Strahlenenergiegerät funktioniert. Während der 30er Jahre entwickelte Morrell Halbleiter und Konsistoren, die weit ihrer Zeit voraus waren. Unglücklicherweise, wie bei vielen Erfindern, als er sich weigerte, an mächtige Interessengruppen zu verkaufen, wurden Morrell und seine Familie bedroht. Sie wurden beschossen und das Laboratorium wurde geplündert. Vom US-Patentamt ignoriert, hörte Morrell ganz leise mit den öffentlichen zur Schaustellung des Geräts auf, nachdem es von seinem Assistenten Felix Bratcher zerstört worden war, einem kommunistischen Sympathisanten, der frustriert war, und Morrell lehnte seine wiederholten Angebote ab, diese Technologie nach Russland zu bringen. Heute fahren Morrells Söhne John und Richard Ford, den Traum ihres Vaters zu verwirklichen. In Europa waren es während der 30er Jahre Viktor Schaubergers Wirbelexperimente, die in einem vorangeschrittenen Verständnis darüber resultierten, wie alle spiraligen Bewegungen, die in allen natürlichen Systemen bestehen, die Wirkung der Entropie umkehren. Durch das Studieren der endlosen Eigenschaften von nach innen wirbelndem Wasser erschuf er einen Implosionsgenerator, der elektrische Ladung konzentrierte. Viktor Schauberger ist einer meiner Helden, der über eine mögliche Wissenschaft sprach, die eher auf der innewohnenden Bewegung basiert, im Gegensatz zu Dingen, die man aufsprengt und sie aufbricht und das Atom studiert, das man in kleine Stücke zerbrochen hat. Lassen Sie uns das Atom studieren, indem man betrachtet, wie es sich in einer Spiralbewegung natürlich bewegen möchte. Es ist überall das Gleiche, wo man in der Natur auch hinschaut. Schaubergers Ideen wurden überall vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt, und er wurde von den Nazis gezwungen, an einer exotischen Scheibe mitzuarbeiten, die Flugscheiben ähnelten, wie auch seine Energiegeneratoren. 1958 reiste er in die Vereinigten Staaten, wo man ihm sagte, er könne hier seine Geräte herstellen lassen. Doch er wurde übertölpelt, alle seine Rechte zu übertragen, und keine seiner Erfindungen wurde jemals entwickelt. Nach seiner Rückkehr nach Österreich starb er als bitterer und gebrochener Mann. Die Beiträge des visionären Philosophen, Künstlers und Wissenschaftlers Walter Russells waren zum Verständnis der Energie bedeutsam, obwohl sie von den Mainstream-Akademikern ignoriert wurden. Russells überarbeitetes Periodentabellensystem der Elemente, das auf einer Spirale fußte, sagte viele unbekannte Elemente und Isotope voraus, wie zum Beispiel Plutonium und Deuterium. Seine kosmologischen Theorien über die mystische Natur der Realität forderte die Physiker heraus, die Begriffe der Energie, des Lichtes und der Materie als eine Substanz neu zu überdenken. Elektrostatik. Da ist Elektrizität in der Luft. Dies ist ein häufiger Ausdruck und einer, der wahr ist. Nehmen Sie einen Kamm, fahren Sie sich damit durch das Haar an einem trockenen Tag und Sie bekommen einen statischen Schlag. In Ordnung, es ist Elektrizität. Aber könnte sie auch angezapft werden, um genug Energie zu erzeugen, damit sie von uns allen verwendet werden könnte? Benjamin Franklin wird als Erfinder angesehen, der den elektrostatischen Magnetmotor im 18. Jahrhundert erfand, doch seine Leistung war sehr lax. Der elektrostatische Windhurst-Generator war ein Hochspannungsmechanismus, der im 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Er kann von Hand oder automatisch gestartet werden und produziert dramatische Funken, während er Leighton-Gläser auflädt. Heute wird er dazu verwendet, um über Elektrizität zu unterrichten. Praktische Anwendungen werden heute als belanglos erachtet.
Eine Hightech-Variation des Windhörsgeräts ist der Testatica oder Swiss Ilno Converter. Er wurde von Paul Baumann von der Maternity-Gemeinde in der Schweiz während der 70er Jahre entwickelt. Dieses Gerät für freie Energie ist ein Wunder, das seit mehr als 20 Jahren in Betrieb ist und Elektrizität für die kleine, sich selbst versorgende christliche Gemeinde liefert. Viele technische Experten sind von seiner Überflussleistung überrascht. Die Mehrheit der Gemeinde meint jedoch, dass die Menschheit noch nicht bereit ist, um eine solch unbegrenzte Energie verantwortlich behandeln zu können. Sie halten die Technologie unter Verschluss bis zu der Zeit, an der die Welt spirituell vorbereitet ist. Andere Forscher wie Dr. Oleg Jefaminko fuhren fort, Anwendungen für die reale Welt weiter zu verfolgen, um den elektrostatischen Motor zu nutzen. Zitat: Seine Leistung, die ich am meisten und am besten empfinde, ist, dass er eine bestimmte Art von Electret verwendet. Das ist eine wachsartige Substanz, die die Ladung hält. Es ist auf vielerlei Weisen eine Art Magnetanalog und er hat damit einen 0,1 PS Motor erreicht, was ein kleines Gerät darstellt. Also geht die Arbeit am atmosphärischen Kollektor weiter. So wie der homopolare Generator basiert der elektrostatische Motor auf der Dynamik unserer Erdenumwelt. Wie bei der Wind- bzw. Sonnenkraft bieten sie echt tragbare Alternativen, die mit bescheidenen Effizienzzuwächsen durchaus zu unserer gegenwärtigen Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen beitragen können. Sind wir klug genug, von den Hinweisen zu lernen, die unser Planet bereitstellt? Are we clever enough to learn from the clues our planet? Die moderne Ära, Elektrogravität zur Energiekrise. Auf dem Fundament so innovativer Denker und Erfinder wie Tesla oder Moray begann das moderne Zeitalter der Energieforschung. Während der 50er Jahre, als Wellen von Flugscheibensichtungen über den Vereinigten Staaten auftraten und während eines in den Kinderschuhen steckendes Raumprogramm entwickelt wurde, versuchte man mit dem russischen Staat des Sputnik Schritt zu halten. Und es war ein Mann namens T. Townsend Brown, der mit Experimenten beschäftigt war, die unsere konventionelle Auffassung der Elektrizität, Schwerkraft und Antrieb spotteten. Zusammen mit Dr. Paul Lyford und Dr. Agnew Bonson führte Brown Hochspannung zum nächsten Extrem. In diesem seltenen Heimvideo sind die frühesten Experimente über Elektrogravität aufgezeichnet. Indem man Hochspannung zwischen 20.000 bis 200.000 Volt nutzt, entdeckte Brown, dass hochaufgeladene Kondensatoren einen bemerkbaren Stoß in eine Richtung aufweisen. Obwohl ihm auch ein Patent für seinen elektrokinetischen Generator verliehen wurde, hat niemand das Experiment reproduziert, bis vor kurzem. By using high voltages over 20.000 and up to 200.000 volts, Brown discovered that highly charged capacitors would exhibit a noticeable thrust in one direction. Although awarded a patent for his electrokinetic generator, no one has ever reproduced his experiment until recently. Larry Davenport, der hier mit der Replikation von Browns elektrokinetischen Generator gezeigt wird, erklärt: Als ich das erste Mal Browns Materialien las, verstand ich nicht ganz den Unterschied zwischen den Ionenwindgeräten, von denen hier einige draußen stehen und einige auch sehr effizient bezüglich der Herstellung von Ionenwind sind, und seinem besonderen Apparat. Schließlich beschloss ich, 1994 Browns Arbeit weiterzuführen. Ich schaute mir sein Gerät an und versuchte ein paar andere Dinge, und sie funktionierten, und ich dachte bei mir, Brown soll der Pionier all dieser Dinge sein, und die Leute, die die Ansprüche anmelden, um ihre Patente zu erhalten, die beziehen sich immer auf seinen Namen. Also dachte ich, ich werde mich dahin zurückbegeben, und ich versuche das zu machen. Es auszubalancieren war wirklich wichtig. Seine Antriebsmethode benutzte besonders die Ladungstrennung von Hochspannung eines Fahrzeugs. Er fand heraus, dass runde Fahrzeuge besser für diese Anwendung waren als die geflügelten Fahrzeuge. Wie dem auch sei. Neulich fanden wir durch Dr. Paul von Islet's Research, dass der B-2-Bomber sich anscheinend als ein Elektroorbiter-Flugzeug qualifiziert. Das Militär hat zugegeben, dass es die nach vorne leitenden Flügelenden elektrisch auflädt. Es wird auch erschöpftes Uran für die vorderen Flügelenden verwendet. Und ob diese Technologie oder dieses Design nun andere Anwendungen besitzt oder nicht, wir erkennen es, da die Abgase ebenfalls negativ ionisiert werden, dass wir also plötzlich die Hochspannungstrennung erhalten, die notwendig ist, um eine zusätzliche Antriebskraft zur Verfügung zu stellen, besonders in großen Höhen. Somit ist Elektrogravität ein wirklich einfacher Vorgang, aber sie stellt eine gute Kraftmenge dar bei sehr kleiner Energiezufuhr. So, Electrogravity in that
aspect is a very simple process, but does provide a good amount of force for a very small amount of energy input. Wie bei vielen vielversprechenden Erfindungen, die während den Jahren des Kalten Krieges entwickelt wurden, geht das nationale Geheimhaltungsgesetz Wissenschaftler wie T. Townsend Brown davon ab, jedwede Technologie zu kommerzialisieren oder sogar zu veröffentlichen, die potenziell so interpretiert werden könnte, dass sie eine militärische Anwendung besitzt. Der Triumph des amerikanischen Raumerkundungsprogrammes eröffnete den Weg in die Ära der Beschränkungen in den späten 70er Jahren. Die unrühmliche Energiekrise machte uns allen unsere Abhängigkeit von erschöpflichen Ressourcen bewusst. Viele Erfinder versprachen dramatische Ergebnisse mit Geräten, von denen sie sagten, sie würden die Krise lösen. Behauptungen der Übereinheit, wo die Leistung den Output bzw. den Input übersteigt, wurden routinemäßig angekündigt. Doch wenn man sie einem Test unterzog, funktionierten die meisten ihrer rohen Prototypen nur schlecht oder überhaupt nicht. Die Messmethoden waren noch nicht so gut. Und es war sehr schwer, sie dazu zu bringen, damit sie genau funktionieren. Wenn man dann bescheidenen Output erzielte, dann wurde dies von den Mainstream-Wissenschaftlern verworfen und das Patent wurde verweigert. Doch ohne Patentschutz besitzen die Investoren keinen Anreiz, die Millionen von Dollar auf den Tisch zu legen, die man braucht, um diese Geräte in Massen herzustellen und zu vermarkten. Egal, wie vielversprechend die Technologie auch ist. Doch schließlich brachten uns die klassischen Dynamiklehren zum Mond und Einsteins E ist gleich mc Quadrat erklärte, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann. Alles, was anders erschien, wurde nun andererseits als ständige Bewegung bezeichnet, unwert einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen zu werden. Als ich 1980 anfing, war freie Energie etwas, über das wir nicht sprachen, allerhöchstens hinter verschlossenen Türen. Die Konferenzen wurden oft von Leuten besucht, die wir nicht kannten, und die Information wurde auf verschiedene Weise verbreitet, so dass plötzlich der Begriff nicht konventionelle Energie, den wir entwickelt hatten, in militärischen Publikationen auftauchte. Es ist ein kontroverses Thema, das zu dieser Zeit die Assoziation besaß, da kommt etwas aus dem Nichts. Deshalb ist es unwissenschaftlich und die sind ein Haufen Wahnsinniger, die dort sprechen. Doch früher oder später werden die Wissenschaftler sie darüber unterrichten, was die verschiedenen Gesetze der Physik sind, die hier verletzt werden. Die meisten Wissenschaftler setzten jede Vorstellung von freier Energie oder ein Übereinheitsgerät mit einer Perpetuum mobile Maschine gleich und deshalb ist es perfekter Unsinn. Sie sehen, es ist ein Spiel mit Worten. Die Wissenschaftler interpretierten es auf eine Art. Die Leute, die es machen, betrachten es aber als offenes System. Glücklicherweise besitzen wir heute ein System der Thermodynamik. Dafür wurden Nobelpreise verliehen, zum Beispiel an Prigogine. Für Systeme, die nicht in der Thermodynamik angelegt sind, an die wir glauben, die aber offene Systeme besitzen. Die Energie fließt von außen und durch sie hindurch. Diese Art von System kann Übereinheit erzeugen. Es ist völlig legitime Physik. Heute sind die meisten Wissenschaftler nicht einmal sich der Literatur bewusst, die besagt, dass Nullpunktenergie existiert. Hauptsächlich, weil die meisten Wissenschaftler keine Physiker sind. Nun, einige, mit denen ich zur Schule gegangen bin, ich habe einen Doktor für Philosophie, für Elektro- und Systemtechnik und kein Professor hat jemals davon etwas gehört. Und dennoch gibt es da eine Bibliothek. Teil davon ist, dass die meisten Wissenschaftler Spezialisten auf ihrem eigenen Gebiet sind. Die Wissenschaft heute ist sehr zersplittert. Und von denen, die wissen, dass die Nullpunktenergie existiert, die könnten argumentieren, nun, sie ist von ihrer Natur her zufällig und deshalb kann es nicht als Energiequelle angezapft werden. Doch erst neuere Forschung über die Thermodynamik, was Ilya Prigogine 1977 den Nobelpreis einbrachte, zeigt, dass diese Energie selbst organisiert werden kann, wenn man die richtigen Systembedingungen erfüllen kann. Und das passiert bei einigen dieser Experimente und Erfindungen, die diese Energie anzapfen und eine enorme Energiemenge produzieren.